Im Augenblick sehe ich kein Publikum hier. Also, weil wir verständigen uns besser, wenn wir Deutsch miteinander reden können. Wir haben vorher haben wir direkt Englisch miteinander geredet und jetzt reden wir direkt Deutsch. Ja. Können wir auch machen. Ja, das okay, weil besser. Es ist ja. Okay. Okay. Gut. Gut. Also nochmal von vorne. Fahren wir nochmal von vorne, ja. Genau. Also nochmal zu einer seltsamen Situation, die Sie beschrieben haben. Ja. Einmal, das heißt also, man befindet sich in Köln, Gegend von Köln, in einem Fußballstadion, 100.000 Leute. Dann gibt es Gebete, es gibt einen Gottesdienst, islamischen Gottesdienst. Dann gibt es Werbeeinlagen für islamische Geldgeber, genau, oder Financiers. Dann eine Tombola, Autos werden verlost etc. Und mir schien, dass für Sie diese Situation, die man eigentlich nicht kennt, von denen ich noch nichts wusste, dass diese Situation in einer gewissen Weise emblematisch ist, um den Islam, vielleicht sogar den Islamismus in Deutschland zu verstehen. Also er war für mich emblematisch, um die neuen Entwicklungen im Islamismus zu verstehen. Der Islamismus der 80er Jahre war ja unglaublich politikzentriert. Mhm. Er war aber auch in ganz bestimmten Varianten, gab es diesen populistischen Islamismus. Ja. Mit anderen Worten, ein Islamismus, der nicht auf das Abzielen von einer kleinen Gruppe von Eliten abzielte, die sich sozusagen einem reinigenden Programm unterworfen haben, sondern der in die Gesellschaft hineinwirken wollte. Ja. Und die Veranstaltung, von der Sie gerade reden, hat 1998 stattgefunden, ist also auch schon einige Zeit her und war sozusagen der Höhepunkt des populistischen Islamismus, wie er von Erbakan vertreten wurde. Und da war es eben sozusagen die Verbindung von, die ich bezeichnend für die jetzige Phase des Islamismus sehe und auch bezeichnend für das, warum wir Islamismus, Evangelikalismus und Hindu-Nationalismus hier zusammenbringen. Es war sozusagen das Versprechen, wenn du der Gemeinde angehörst, dann wirst du sowohl religiös vorankommen, wie ökonomisch vorankommen, wie politisch vorankommen. Und es war sozusagen im Rahmen eines fast wie ein Volksfest, wo genau diese komplexe Botschaft signalisiert wurde. Und es war ein ganz anderes Zusammentreffen von Innerweltlichkeit und religiösen Botschaften, als man das entweder in der Mainstream-Religion hat oder auch im strengen elitären Islamismus. Also was mich sehr bestürzt hat jetzt bei verschiedenen Gesprächen, die ich geführt habe, bestürzt oder verwundert, zum Teil auch amüsiert, ist nun, dass im Grunde ja alte Max-Webersche Thesen hinter dieser Konstellation stehen, nämlich die Protestantismus-Thesen, das heißt also die gegenseitige Befruchtung von kapitalistischer Mentalität und protestantischem Glauben. Also gewissermaßen die Verstärkung irdischer Heilsversprechen durch Profit. Ja. Und mir scheint es jetzt nach den verschiedenen Gesprächen, die ich geführt habe, durch verschiedene, wie soll man sagen, religiöse Muster zu ziehen. Das betrifft also eine bestimmte Form des Islamismus, genauso wie eine bestimmte Form etwa der Pfingstgemeinden in Lagos oder der Evangelikalen in den Vereinigten Staaten. Würden Sie sagen, man kann diese These halten? Selbst die Max-Weber-These ist ja nicht unumstritten, aber mir scheint sie durch verschiedene Analysen jetzt zu geistern, dass es hier, und das ist das Neue, was offenbar auf den Plan tritt, eine Verbindung von städtischer Kultur, Kapitalismus und zwar sogar auch Finanzkapitalismus und eben schließlich religiösen, vielleicht sogar Fundamentalismen gibt. Ja. Also ich glaube, es ist was ganz Starkes dran. Das eine, was wir beobachten bei diesen verschiedenen Bewegungen, ist es, dass es asketische Bewegungen sind. Es sind Bewegungen, die auf Empowerment in der Welt abzielen und die eine Antwort eigentlich auf die großen Umbrüche sind, die wir seit 73 beobachten. Also seit 73 ist für mich dieses Schlüsseldatum,
weil da mit der Ölkrise sozusagen die Ende des Nachkriegs. Also nicht nur Ölkrise ist ganz, ganz wesentlich, aber auch das Ende der Nachkriegswirtschaftsordnung, genau. Mit dem Ende von Bretton Woods. Genau. Mhm. Und dann beginnt sozusagen der Siegeszug des Neoliberalismus. Mhm. Und was sozusagen weltanschaulich für 73 steht, ist ja das Ende des Fortschrittsgedankens, mhm. in dem Sinn der Befreiung von der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Ja. Also bis dahin, wenn ich mich die 60er Jahre zurückerinnere, da war es sozusagen Dekolonialisierung und innerhalb von 10 Jahren werden der Anschluss erreicht sein, war Atomkraft, Versprechen saubere Energie für alle, was die grüne Revolution, Ende der Hungerkrisen in der Welt. Ja. Und dann gab es eine sozialistische Variante auf Gerechtigkeit und eine kapitalistische Variante des Fortschrittsgedankens durch materiellen und ökonomischen Fortschritt da weiterzukommen. Und all das ist 73 eigentlich zerbrochen. Und damit war Schluss. Man hat zwar eine Akzeleration, eine Beschleunigung auf allen Seiten, aber man weiß einfach nicht mehr, wo das hingeht. Also es ist die klassische Verbindung von Modernität und Fortschritt ist ja damals zerbrochen. Fortschritt in dem emphatischen Sinn, also nicht nur materiell. Und das Zweite war natürlich die Freisetzung durch die Liberalisierung der Finanzmärkte, die dann eine direkte Folge davon waren, von ökonomischen Energien, die dieses gigantische Stadtwachstum produziert haben. Und diese Explosion der Städte auf das Fünffache, Achtfache ihres alten Umfangs. Also ich hab mal nachgesehen, nur um mich vorzubereiten, dass beispielsweise eben in Nigeria, Lagos, 1920 knappe 2000 Einwohner hatte und heute 9 Millionen Einwohner. Ja, ja. Also eine Explosion, die man sich eigentlich kaum mehr vorstellen kann. Aber trotzdem bleibt dieses eigentümliche Phänomen, ich weiß nicht, ob es sich lohnt, dann noch mehr nachzufragen, aber dieses eigentümliche Phänomen, dass eben auf einem bestimmten Level sowohl islamische, man kann jetzt sagen, Religionssubstitute wie christliche Religionssubstitute eine irrsinnig intensive Beziehung eingehen, nicht nur mit Marktökonomie, sondern insbesondere auch mit Finanzökonomie. Ja, wobei mich immer sozusagen die Bewegungen von unten interessiert haben. Ich sehe das andere durchaus, aber mich hat dieser städtische Raum deswegen fasziniert, weil natürlich bedeutet, dass Istanbul von 3 Millionen auf 16 Millionen, 17 Millionen, dass 15 Millionen Migranten in der Stadt sind, in der ersten Generation. Ein Wachstum, mit dem jede Infrastruktur überfordert ist und und hier war nun irgendwie das Faszinierende, dass hier dieses religiöse Angebot so gegriffen hat, dass man eben religiöse Milieus gebildet hat. Und das ist eben das Neue, das unterscheidet das von den linken Bewegungen vorher. Die linken Bewegungen als klassenkämpferische oder sozusagen Selbstorganisation der Unterschichten haben sozusagen dem stattgegeben, was Religion kann und glaube ich wahrscheinlich nur Religion kann, nämlich Milieus zu konstituieren, wo unterschiedliche ökonomische Gruppen zusammenfinden, sich in einer Gemeinde finden, darüber über die Gemeinde eine sehr starke Binnenbindung haben, sehr stark Religion machen und damit wird eine Möglichkeit geschaffen, die für Stadtmigranten wahnsinnig attraktiv ist, nämlich sozusagen sich zu vernetzen mit auch Wohlhabenden in der Gemeinde und darüber über diese Netzwerke einen ganz anderen Fuß in die Gesellschaft zu machen. Und man hat den Eindruck, dass in diesen religiösen Gemeinden, und das gilt für die Evangelikalen wie für die islamistischen Gemeinden in der Türkei, sozusagen der eine den anderen mit sich zieht und nach oben zieht. Und dieses Muster unterscheidet sich schon etwas im Alltag von dem, was Weber für Genf beschrieben hat. Es sind eben neue Gruppen, es ist nicht das etablierte Bürgertum, das sich ökonomisch reorientiert. Aber es sind auch Mittelklasse-Phänomene. Also in Istanbul sind es auch Mittelklasse-Phänomene. Ja, es ist und ist zunehmend zum Mittelklasse-Phänomen geworden. Es ist also wunderbar nachzuvollziehen. Also diese Milli-Görüş-Bewegung, die aus der die AKP hervorgegangen war, war ja in den 70er Jahren noch eine ländliche Honoratiorenbewegung mit einem studentischen Ableger in der Stadt.
an den Universitäten und ist dann in den 80er Jahren, 90er Jahren nach dem Putsch von dieser ländlich geprägten Gemeinde zu einer städtisch geprägten Gemeinde, der ist, wo man zunächst mal sich unten selbst organisiert hat, unter den Naserümpfen der kemalistischen Mittelschicht. Und also der Wechsel von Erbakan zu Erdogan sozusagen. Ja, genau. Also Erbakan steht für die ländlich geprägte Honoratiorenschicht und Erdogan für diese Städte ist ein Produkt dieser städtischen Sache. Und hier, was wollte ich jetzt sagen? Also wir sind eigentlich bei diesen neuen Strukturen. Also Sie haben einmal das beschrieben. Genau, und da gab es natürlich die Chance, und das war die Chance für diese Stadtmigranten zu verbürgerlichen. Und das war dann im Lauf, ging dann wahnsinnig schnell. Und da war es tatsächlich, der Prozess musste ich auch oft an Weber denken, nämlich der Askese, des Empowerments, Familie als Wert, Konsumverzicht als Wert, dass das dann unglaubliche ökonomische Kräfte auch freigesetzt haben, die dann diesen Prozess vorangebracht haben. Und tatsächlich ist ja dieses Bürgertum, das islamische geprägte Bürgertum, das Neue, also nicht die alten Basaris, die waren immer schon islamisch geprägt. Aber diese neue islamisch geprägte Mittelschicht, ein Produkt der 90er Jahre. Also Sie beschreiben ja das, was zum Beispiel auch die besondere Situation Berlins ausmacht, wo ja auch also bestimmte Strukturen, insbesondere von Milli Görres gelegt werden, als eine Amerikanisierung, so habe ich das verstanden, und verwenden da den für mich nicht ganz bekannten Begriff der Storefront Churches. Ja. Könnten Sie das kurz erklären? Was sind Storefront Churches? Also die von der evangelikalischen Kirche der Vereinigten Staaten herkommen. Ja, in den USA, Storefront Churches sind einfach diese Kleinstkirchen, die sich eingerichtet haben, aufgegebene Läden und so weiter. Gekauft haben, um dann, wo dann individuelle Pastoren dann gepredigt haben. Und tatsächlich war das der Prozess, der bemerkenswerter 73 auch einsetzte in Deutschland. Die Ölkrise setzte mit dem Schließen der Grenzen, ging einher. Die Anheuerung von Arbeitsmigranten wurde unterbunden wegen der Wirtschaftskrise. Und das hat paradoxerweise dazu geführt, dass die Einwanderung nicht gestoppt würde, aber ihren Charakter verändert hat. Also es kam der Familiennachzug. Und mit dem Familiennachzug gab es das Bedürfnis, sich jedenfalls temporär hier einzurichten und Orte anzumieten, die von der Mehrheitsgesellschaft aufgegeben waren. Und das waren eben Fabriketagen, das waren diese Läden, waren die Hinterhofwerkstätten und so weiter, die man dann selber eingerichtet hat, um dort einen Islam von unten. Also ist im Grunde was die Evangelikalen mit diesen Storefront Churches angeht, strukturell völlig analog zu dem, was in Kairo passierte, wo eben diese Garagenmoscheen eingerichtet wurden, weil sie steuerbegünstigt eingerichtet werden konnte. Die hatten zwar keine eigenen Prediger, aber sie wurden gewissermaßen an Prediger vermietet. Ja. Würden Sie sagen, dass also eine evangelikalische Bewegung und, wenn man so will, eine islamistische Bewegung in dem Punkt, also soziologisch betrachtet, eigentlich analog oder homolog sogar funktionieren? Also was eine Gemeinsamkeit ist, ist eben sozusagen eine Aneignung von Strukturen von unten. Mhm. Also der Bruch mit der Kirche, wie auch mit dem etablierten Islam, bestand darin, dass die Gläubigen jetzt nicht, also jetzt bei den Arbeitsmigranten nicht, weil sie das wollten, sozusagen diese Strukturen sich selber in der Migration geschaffen haben, ohne dass eben der Staat vorgesorgt hat und mitgewirkt hat. Ja. Und dieser Prozess ist nun ins Wohlens passiert. Ich habe viele gesprochen, die sich geärgert haben, dass der Staat da eben keine Abkommen getroffen hat, dass es nicht gesorgt war für die Arbeitsmigranten religiös in Europa und dass sie das in die eigene Hand nehmen mussten. Das unterscheidet das wahrscheinlich von den Evangelikalen, wo das freiwillig gewählt ist. Aber es hat dann wiederum eine ganz andere Dynamik ausgebracht, das hat das Verhältnis zur Religion grundsätzlich geändert. Wenn man selber eine Moschee notdürftig einbaut, dann wird es zum eigenen Raum. Man identifiziert sich, es hat ein ganz anderes Identifikationspotenzial. Gleichzeitig ist es ein Raum, der unvollkommen ist.
ist eine Armenmoschee. Also das improvisierte Siebener. Würden Sie denn das Ganze, das ist ja nicht uninteressant, weil man ja auch in dem Zusammenhang von Globalisierungsphänomenen sprechen kann, weil diese Dinge passieren zu einer Zeit, in der es auch, also jetzt, wenn man an Afrika denkt oder wenn man an Südostasien denkt, an bestimmte Erosionen staatlicher Strukturen denken könnte, würden Sie sowas auch als eine Deinstitutionalisierung von Religion begreifen? Deinstitutionalisierung oder eher Reorganisation von Religion oder Demokratisierung von Religion. Also es ist tatsächlich so, dass die zunächst mal in so einer ersten Phase die Gläubigen selber sozusagen ihre religiösen Ordnungen schaffen und dann in diesem Prozess die Religion neu erfinden. Also das ist für mich das Faszinierende. Aber das wäre ja doch eine relativ radikale und wahrscheinlich auch weitreichende These, wenn Sie sagen würden, also bestimmte Formen, jetzt unvorsichtig ausgesprochen, bestimmte Formen von Fundamentalismen beispielsweise, sind eigentlich Demokratisierungseffekte von traditionellen religiösen Mustern. Genau. Aber das würde ich und das macht ihre Schärfe, das macht ihre Wirksamkeit und das macht auch in irgendeiner Weise ihre politische Durchsetzungskraft aus. Ich glaube, das ist auch der Kern des was man fundamentalistische Bewegung nennt. Und wenn man so will, kann man das zurückverfolgen. Ja. Also die protestantische Gegenbewegung zum Katholizismus im 16., 17. Jahrhundert war, also wenn es irgendwo Fundamentalisten gab, dann im Genf Calvins. Ja. Es war sozusagen die Aneignung der Schrift durch die Gläubigen gegen den institutionellen Apparat der Kirche, ein Selbstbewusstsein des Einzelnen, wo jeder nach Maßgabe, und das ist eine bemerkenswerte Parallele im Islam wie im Christentum, jeder sozusagen sein eigener Priester ist, jeder sein eigener Schriftgelehrter ist. Also Al-Said macht ja auch die Urszene sozusagen des Fundamentalismus bei den amerikanischen Baptisten fest, die sich dann ja auch selbst so genannt haben. Und das heißt also, deswegen meinte ich schon, also eine Deinstitutionalisierung, zum Teil auch eine Kollektivierung von Glaubensresten oder Glaubenssubstituten. Oder naja, ich weiß gar nicht, ob es Glaubenssubstitute ist. Was es natürlich ist, was all diese Bewegungen an sich haben, wenn von unten eine Tradition neu gelesen wird, kommt es zu einer gewissen Verarmung. Also der ganze, was man im Protestantismus, ich bin im Protestantismus aufgewachsen, als Ballast der katholischen Kirche immer in der Lesart Luthers, von der er sich befreit gemacht hat, war natürlich ein unglaublicher Reichtum an philosophischen Gedanken und Carl Schmitt hat es immer wieder betont, welche Verarmung gerade im Protestantismus mit dem passiert ist, mit dem Katholizismus. Also das heißt, es wird holzschnittartig, die Gläubigen kommen sozusagen als Novizen, lesen die Texte, lesen aus einer bestimmten Perspektive der Zeit, die sie gar nicht reflektieren. Ja. Das machen die Intellektuellen. Es ist von unten, es wird getragen von einer religiösen Begeisterung. Das heißt, es geht sozusagen, das Wegräumen einer großen Tradition bedeutet immer einen großen Verlust. Es bedeutet auch Intoleranz. Also die klassischen etablierten bürgerlichen Schichten, die intellektuellen Schichten, die die Religion ausgeprägt haben, waren natürlich auch immer welche, die abwägen, differenziert geurteilt haben. Novizen, die sich in die religiöse Tradition aneignen, sind leidenschaftlich. Ja? Sie entdecken etwas in den Schriften, was ihnen dieses Establishment immer verwehrt hat. Und sie kommen dazu, die Wahrheit zu sehen. Und dieser direkte Kontakt mit der Wahrheit ist ja, oder das Gefühl, die Wahrheit nun erkannt zu haben, und zwar aus eigenem Bedürfnis, das ist sozusagen das Begeisterungsmoment auch des Fundamentalismus. Und diese Erkenntnis der Wahrheit geht am Anfang immer sozusagen mit einer tatsächlich Intoleranz gegen denen, die es nicht kapiert haben. Aber das heißt ja schon, dass es in diesen Konstellationen zunächst mal auch um die Bergung einer durchaus
knappen Ressource geht, nämlich der Passion oder der Leidenschaft. Ja. Ne? Also das heißt, es werden emotionale, leidenschaftliche, passionelle Ressourcen aktiviert und notfalls auch noch entdeckt. Ne? Also es ist wirklich wie ein, wie soll man sagen, Ölfeld an Leidenschaften, nachdem da gegraben wird. Ich würde aber gerne an einem anderen Punkt nochmal ansetzen wollen. Sie sprechen durchaus mit einer gewissen Kühnheit von postislamischen Strukturen, auch dort, wo der normale Zeitungsleser, wie beispielsweise bei Millî Görös, eher von islamistischen Strukturen sprechen würde. Ich weiß jetzt nicht wirklich, was Postislamismus ist, aber es liegt auch daran, dass ich nicht richtig weiß, was Islamismus ist. Kann man Islamismus, der ja den Politikern sehr leicht, ein Begriff, der den Politikern sehr leicht in den Mund fällt, kann man den Islamismus jetzt wertfrei, wenn man so will, das heißt also ohne jetzt besondere Verdammung, kann man den strukturell oder begrifflich fassen? Was wäre Islamismus? Dann, so wie ich das da gefasst habe, ist interessant, diese, was Sie jetzt aufwerfen als Problem, war natürlich auch eine Debatte mit meinen islamischen Gesprächspartnern. Genau. Waren wir je Islamismus oder gab es Islamismus und so weiter? Naja, es gab diese revolutionäre Position, die sozusagen in einer starken Polarisierung von Islam und Westen verhaftet war. Der Islam ist die Lösung, das war der Schlachtruf, und die in einer radikalen Rückkehr zum eigentlichen Islam, das wurde dann unterschiedlich ausinterpretiert, sozusagen die Überwindung des kolonialen Erbes sahen. Also das würde zum Empowerment führen, damit würde man sich aufbauen und würde etwa die Türkei wieder zu ihrer einstigen Stärke zurückführen. Diese Position war eben deswegen islamistisch, weil sie sozusagen einen mythologischen Rekurs hatte, einen Rekurs zur Urzeit, weil sie eine scharfe Polarität hatte zwischen Westen und Islam, und die Rückkehr zur Authentizität würde das ermöglichen, dieses Verwestlichung zu überwinden und damit der ausgeliefert wäre, aber gleichzeitig ein radikales Modernisierungsphänomen. Ein radikales von vornherein, das war immer mitgedacht. Es war auch die wahhabitische Religion war ja ursprünglich eine antikoloniale Entwicklung. Es war immer sozusagen das Leiden an der am Kolonialismus, an der eigenen Schwäche und ein Empowerment, um wieder gerade diese Moderne sich anzeigen. Das war von Anfang an, schon ab dem Ende des 18. Jahrhunderts klar. Ja. Also das ist so eine Linie, die durchgeht. Und Islamcı in der Türkei, der Islamist in der türkischen Übersetzung, ist derjenige, der Moderne und Islam zusammendenkt. Also was ich jetzt geschildert habe, war die große gemeinsame These, die, ich sagen würde, hat die verschiedenen islamistischen Tendenzen geeinigt. Und der Postislamismus ist nun sozusagen das Phänomen tatsächlich einer zweiten Generation, die an mehreren Phänomenen verzweifelt ist. Das eine ist, dass in den real existierenden islamistischen Staaten das Gegenteil davon eingetreten ist, was man erwartet hat. Okay. Und der einzig real existierende islamistische Staat war Iran. Und was man erreicht hat, war eine Gesellschaft, die sich radikal säkularisiert hat. Das war die eine Zweifel, und zwar deshalb, weil die Verbindung von Religion mit Staatsapparat dann die Region kontaminiert hat. Sie wurde eingebunden in die Machtkämpfe und unglaubwürdig. Aber das hieße, darf ich mal kurz unterbrechen, das hieße aber dann nicht, dass, so hatte ich das immer verstanden, dass Islamismus als politische Bewegung tatsächlich auch mit der Einrichtung von Gottesstaaten konform geht. Mit der Eroberung der Staatlichkeit. Doch. Ja. Also der Staat als Gottesgeschenk war sozusagen ein Terminus, den Cemalettin Kaplan hatte. Und das war ein Geschenk, das Gott uns gemacht hat. Und wir müssen den Staatsapparat uns aneignen, um dann eine ganze Generation islamistisch zu erziehen, im Sinn des Islam zu erziehen. Das heißt, es war sozusagen die Idee der Übernahme. Okay, es gab zwei Positionen. Die eine Position sagte erst das Bewusstsein und dann die Revolution, Ali Shariati zum Beispiel und andere. Und die andere Position, erst ohne die Eroberung staatlicher Strukturen werden wir nie das Bewusstsein ändern. Das war dann die reale revolutionäre Position. Aber beide Positionen waren sich einig, dass
der Islamische Staat sozusagen die Verfestigung von Strukturen wäre. Die Postislamisten wären nun die nächste Generation, die von diesem Programm desillusioniert werden. Es ist eine postrevolutionäre Generation. Es sind Reformer. Mhm. Ja. Und das Faszinierende für mich war, dass sie unter dem Problem jeder zweiten Generation von revolutionären Bewegungen standen. Das heißt, einerseits wurden sie von den Vertretern der ersten Generation, aber auch denjenigen, die diese Position weitergeführt haben, als Verräter an der Sache gesehen. Die machen faule Kompromisse mit dem System, mit dem man immer bekämpft hat, mit dem Westen. Und von der anderen Seite wurden sie als unglaubwürdig gesehen. Sie hingen nach wie vor mit den Islamisten zusammen, wenn, dann waren sie das schöne Schaufenster des Islamismus, aber im Grunde unglaubwürdig. Was mich fasziniert hat, war sozusagen die intellektuelle Stärke dieser Position. Und die ist in den letzten Jahren ausgearbeitet worden. Als die Generation anfing zu sprechen, haben sie das eher gefühlt. Sie haben sich über die Rhetorik geärgert der ersten Generation. Dieses binäre Schema zwischen Islam und Europa war denjenigen, die hier durchs Schulsystem gegangen sind, nicht mehr nachvollziehbar. Das hat nicht gestimmt. Auch war sozusagen die Perspektive auf die Türkei zurück, wo ja der islamistische Staat errichtet werden soll. Er sollte nie in Europa. Also das war sondern die Idee war die Heimat. Auch dieses Ziel hat an Faszination verloren. Und man hatte nun eine Generation, die einerseits in den Gemeinden aufgewachsen waren, starke Bindungen hatten, auch das Gefühl hatte, dass die Stabilität in den Gemeinden ihnen ihren Schulerfolg ermöglicht hat, und gleichzeitig Leute, die durchaus das deutsche System genossen haben. Und da war auf der einen Seite die Gemeinde mit ihrer Einbindung, Wärme, aber gewissen Muffigkeit und Enge. Und auf der anderen Seite das Gymnasium, die Universität mit intellektueller Weite, großen Horizont, aber auch gleichzeitig der Ort, wo man durchaus leidvolle Erfahrungen der Diskriminierung machte, des Ausgegrenztseins und so weiter. Und diese beiden Sachen zusammenzubringen, das war die Position. Sie haben dann so eine Position der Übersetzer zwischen den Welten entwickelt. Und das ist eine faszinierende Position, weil, und das macht den Kern des Postislamismus aus. Weil wenn man übersetzt, nimmt man ja, es gibt diese klassische Position, dass Übersetzung immer als nachgeordnet zum Original ist, ein schlechtes Original. Ne? Das sagt der koranische Tradition ebenso, man kann den Koran nicht übersetzen, wie auch eine etablierte christliche Tradition. Aber man kann es natürlich anders sehen, eine Tradition, die man nicht übersetzt und auf den Alltag bezieht und in ihrem Hier und Jetzt ausdeutet, bleibt stumm. Die mag heilig sein, die kann man verehren, aber sie ist nichtssagend. Das heißt, man kann eigentlich nur die Tradition aneignen, indem man sie übersetzt und verzerrt, das wird ja noch gesehen, und umdeutet, aber man muss diesen Schritt machen, damit sie überhaupt etwas sagt. Also insofern ist die Übersetzung primär und das Original unerreichbar sekundär. Und dann ergibt sich eine ganze Reihe von Konsequenzen. Also das heißt, Sie würden das, was Sie selbst Post-Islam oder Post-Islamismus, Post-Islamismus der das nennen, schon auch mit ganz konkreten Problemstellungen, aber auch ganz konkreten Ortschaften verbinden, wie beispielsweise Berlin. Ja. Berlin, Köln, ich würde es aber, das Faszinierende ist, dass es ein gesamtislamisches Phänomen ist. Also man hat das überall, eben aus dem Scheitern des Iran, wenn man keinen Gottesstaat mehr als glaubwürdiges Modell mit, wird man neugierig auf eine ganz andere Weise, auf Säkularismus, als Formen etwa eine Staatlichkeit zu begründen, die es auch erlaubt, verschiedenen religiösen Bewegungen sozusagen auf egalitärer Basis zu bewegen. Und es erlaubt auch nochmal den säkularen Diskurs, der es erlaubt sozusagen oder jemanden fordert und zwingt, das, was man als religiöse Wahrheit empfindet, in einer Weise zu formulieren, die nicht im Code der religiösen Gemeinschaft formuliert wird. Okay. Also es gibt, es gibt einen Satz von Scott Fitzgerald, amerikanischer Schriftsteller, der sagte,
Ein besonders genialer oder intelligenter Kopf zeichnet sich dadurch aus, zwei entgegengesetzte Ideen im Kopf zu haben und nicht daran zugrunde zu gehen. Mhm. Ist das die Definition des Post-Islamismus? Das bringt mir den Gegensatz stark. Also ich meine, wer hätte ein Übersetzer zwei Ideen im Kopf oder versucht er sozusagen immer wieder diese faszinierende Bewegung zu machen? Übersetzen ist ja auch die Tätigkeit des Fährmanns. Mhm. Man bringt etwas von einem Ufer ans andere und dann wieder zurück, also aus der säkularen Gesellschaft in die islamische Gemeinde, der man erklärt, dass die Demokratie eigentlich nichts anderes ist als die Schura und so weiter. Und aus der Gemeinde in die Gesellschaft, der man erklärt, dass der Dschihad also nicht nur Glaubenskrieg ist, sondern sozusagen ein Selbstperfektionierungsprogramm und erklärt so ständig. Und in diesem Prozess sieht man sozusagen, das ist ein Prozess der Dezentrierung. Mhm. Man sieht das, was man ist von außen. Also man sieht sowohl die islamische Gemeinde aus dem Blick der Mehrheitsgesellschaft, wie die Mehrheitsgesellschaft aus dem Blick der islamischen Gemeinde. Und das ist ein starkes intellektuelles Programm. Mhm. Das ist ergebnisoffen, das unterscheidet es vom alten Islamismus. Das kann auch nicht mehr in binären Strukturen denken, weil diese Strukturen durch diesen Übersetzungsprozess und den Blickwechsel auf eine neue Weise verschränkt werden. Aber es ist auch was anderes eigentlich als zwei heterogene Gedanken im Kopf zu haben. Es gibt einen Begriff, der ist einerseits kanonisch, auf der anderen Seite nicht unbedingt für alle gleich verständlich. Sie verwenden den und zwar eben gerade vor dem Hintergrund auch gegenwärtiger Strömungen, die insbesondere sich ja immer wieder durch diese eigentümliche, wenn man so will, Klonung unterschiedlicher kultureller Segmente auszeichnen. Also zum Beispiel eben westlicher Kapitalismus, vor der asiatische Religionszustände oder so. Das ist der Begriff des grünen Kapitals. Ja. Könnten Sie erklären, was grünes Kapital ist? Da haben wir wieder die protestantische These von vorhin. Ne? Man hat sozusagen diese Form, wo also sozial genommen sich eine Mittelschicht etabliert, die sich als islamisch versteht und tatsächlich Kapital akkumuliert und aufbaut. Und wir haben eine bestimmte Wirtschaftsethik, die das damit einhergeht, aber auch abfedert, wobei bei der Wirtschaftsethik dann immer wieder die großen Fragen ist, wie lang, ob das dann tatsächlich so originär ist. Natürlich kann man sozusagen Banken errichten und Alternativmodelle entwickeln, die nicht mehr Zinsen nehmen, aber man braucht ja durchaus funktionale Äquivalente. Ja. Wie funktioniert das? Können Sie es kurz erklären? Weil das der große Rätsel ist, also dass ja die islamischen Banken weitgehend von der gesamten Finanzkrise, weltweiten Finanzkrise, verschont geblieben sind. Ich glaube, es ist... Ich bin mir nicht sicher, eigentlich bin ich gar nicht glücklich über diese Phrase. Es funktioniert über Beteiligungssachen. Mhm. Also man gibt nicht einfach den Kredit weiter, sondern beteiligt sich an den, man macht eine Einlage in der Bank, man wird an der Bank beteiligt und darüber funktioniert sozusagen eine andere Struktur der Verantwortungsattribution. Also das heißt, es wird etwas außer Kraft gesetzt, was für die Frage des Kapitalismus, des Kredits und der Zinsnahme ganz wesentlich ist, nämlich der Faktor Zeit. Das heißt also, man lässt das Geld nicht arbeiten, sondern kompensiert bestenfalls einen Geldgebrauch. Ja, würde ich so sehen, aber da bin ich kein Experte. Darf ich eine letzte Frage noch stellen, einfach weil Sie ja auch gewissermaßen so ein Spiritus Rector auch dieser Veranstaltung sind, mit dem Übertitel Global Prayers und diesem Forschungsprojekt. Könnten Sie kurz erwähnen, also über welche Szenen, über welche Auffälligkeiten, letztlich auch über welche Aufdringlichkeiten Sie zu diesem Projekt gekommen sind, Global Prayers? Also was hat Sie da initiiert? Also ich bin nicht Spiritus Rector. Spiritus Rector ist Stefan Lanz. Also das hat er mit Katrin Wildner zusammen entwickelt. Sie sind dann zu mir gekommen, weil ich eben über Islam gearbeitet habe. Und was mich von vornherein eingenommen hat und fasziniert hat an dem Projekt, sind tatsächlich die strukturellen Parallelen. Mhm. Wir haben, es gehört in Accra, also der gleiche Prozess
80er Jahr, 70er Jahre beginnt eine Evangelikalisierung. Mhm. In den 80er Jahren nimmt sie an Tempo auf, mhm, und hat sich jetzt allgemein durchgesetzt. Es ist der gleiche Prozess wie in Istanbul, es ist der gleiche Zeitprozess wie in Rio de Janeiro, es ist der gleiche Zeitprozess wie in Bombay. Diese faszinierende Zeitparallele und diese neue Sortierung des Materiellen, des Spirituellen, das als zweite Parallele. Und ich habe den Eindruck, dass man immer, wenn man über Islamismus redet und das nur im Kontext Islam macht, da macht man sozusagen eine Veränderung, man strukturiert das als genuin islamisches Phänomen und führt das auf irgendwelche islamischen Wurzeln zurück. Und dieser komparative Blick, der ermöglicht es, das zu überwinden, auf eine sehr leichte und überzeugende Weise, also nicht in Form also Widerlegung, sondern einfach durch eine starke Evidenz. Mhm. Dann kann man, ich versuche das jetzt nur nochmal, vielleicht auch zum Schluss jetzt auf nochmal weitere These zuspitzen, man kann sagen, die zentrale Perspektive wird zunächst einmal durch Prozesse des internationalen Kapitalismus gelegt, erstens. Zweitens, es ist eine völlig falsche Fragestellung, Christentum und Islam unter gegenwärtigen Bedingungen gegeneinander zu stellen. Und drittens, die eigentlich rasante Bewegung ist die Parallelisierung oder die parallele Religiosisierung, wie auch immer, von islamischen und christlichen Kulturen unter gegenwärtigen ökonomischen Bedingungen. Und man kann vielleicht noch hinzufügen, dass wir in Deutschland davon nur so matte Ausläufer erleben. Also diese Explosion der Städte hat halt hier nicht stattgefunden. Diese globale Entwicklung hat bei uns die Arbeitsmigranten gebracht. Der hat die Struktur der Arbeitsmigration. Und da entdecken, sehen wir auch dieses Phänomen besonders verstärkt, auch wenn es Auswirkungen auf die Mehrheitsgesellschaft hat. Aber es ist sozusagen unvergleichbar mit dem, was in den großen Städten der dritten Welt abhängt. Also hier sind wir sozusagen, wird diese Sonderrolle in Bezug auf Religion, die Europa schon die ganze Zeit hatte, nochmal verschärft. Es ist eben eine sehr starke säkulare Kultur, wo man das fast von außen beobachtet, was da stattfindet. Allerletzte Frage vielleicht noch. Wohin würden Sie den Blick, vielleicht auch die Lupe oder das Mikroskop wenden, wenn Sie nach einer emblematischen Situation, nach einer evidenten, vielversprechenden Konstellation suchen müssten, die Auskunft über Zukunft gibt. Also in welcher Konstellation, in welcher Stadt, in welcher ganz konkreten Lage würden Sie gewissermaßen so eine Art Entwickler für künftige Prozesse sehen? Also ich würde es zu den Jahresveranstaltungen der muslimischen Jugend gehen, die einmal im Jahr so stattfinden, im Hessischen meistens, und wo sich so 1000 bis 2000 junge Muslime aus allen Ländern, also mit Wurzeln in allen Ländern, zusammenfinden, sind junge Intellektuelle. Die Verkehrssprache dort ist Deutsch, und sie versuchen hier sozusagen einen Ort zu finden, wo sie jenseits der Herkunftstraditionen sozusagen einen Islam in Deutschland definieren und suchen. Und da verdichtet sich dieser aufregende Prozess besonders. Großen Dank. Bitteschön.